Yo! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer iDevice mit der Firmware 6.0, 6.0.1, 6.0.2 und 6.1 jailbreaken könnt. Ja, das Ganze ist ein untethered jailbreak, heißt, ihr müsst euer Gerät nicht jedes Mal, wenn es aus ist oder ihr es neu startet, wieder mit dem PC verbinden. Ja, wir haben jetzt so lange darauf gewartet, endlich ist es da. Ich habe es direkt runtergeladen, lasst uns zusammen durchführen. Ja, das erste, was ihr braucht, ist natürlich das Programm selber. Und das kriegt ihr auf evasion.com. Die Adresse sieht so aus. Einfach das O durch eine 0 ersetzen. Dann kommt ihr auf diese Seite hier. Dann seht ihr einmal die Linux-Version, die Mac OS X-Version und die Windows-Version. Ich habe mir jetzt die Windows-Version runtergeladen. Ihr klickt einfach hier drauf. Dann auf... Okay, anscheinend ist der Server überlastet, aber ansonsten steht ja eine Datei herunterladen oder so. Klickt ihr drauf und dann könnt ihr es halt runterladen. Ich denke mal, dass es jetzt ausgelastet ist, weil jetzt ganz viele das runterladen. Aber ich habe es dann direkt gezogen. Es ist hier, wie ihr seht. Ihr entpackt das Ganze einfach auf hier entpacken. Dann kriegt ihr so einen Ordner hier. Machen wir mal auf. Da sind hier diese drei Sachen drin, zwei blablabla Sachen und einmal das Jailbreak Tool selber. Öffnen wir das mal. Zulassen. Dann ist hier auch schon das Tool. Und wie ihr seht, kann man jetzt auf Jailbreak klicken. Aber das erste, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst die Passwortsperre von eurem iPhone entfernen. Dazu geht ihr in die Einstellungen. Allgemein, dann Codesperre, dann schreibt ihr euren Code rein, dann Code deaktivieren, yep, so das war's, der Code ist deaktiviert und jetzt könnt ihr praktisch einfach auf Jailbreak klicken und das Ganze wird durchgeführt. Machen wir das mal. Ich zoome mal raus. Das Ganze dauert jetzt etwas länger. Ja, dann warten wir mal. Der Jailbreak funktioniert übrigens mit jedem iDevice, das 6.0, also das iOS 6 unterstützt. Also heißt iPad, iPod Touch und iPhone. Ja, das dauert jetzt etwas länger. Wenn ihr wollt, könnt ihr was zu trinken oder so holen. Oder einen Kaffee, Kakao, weiß ich. Das iPhone fährt runter. Das iPhone muss natürlich angeschlossen sein, aber ich denke mal, das ist logisch. Ja. Und hier steht jetzt Do not touch your device. Also ihr dürft euer Gerät nicht anfassen. Also hier steht's. Do not touch your device. Das Apple-Logo erscheint. Okay. Ich lasse es noch ungesperrt, weil hier steht Do not touch your device, deswegen lasse ich es einfach mal. Im Anschluss werden wir auf dem iPhone eine App finden, die Jailbreak heißt. Diese müssen wir dann
einmal klicken, also ein einziges Mal nur, das ist ganz wichtig. Und dann einfach so lassen. Die App wird sich öffnen, wird wieder abstürzen und dann wieder auf dem Homescreen kommen. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr als erstes installieren werdet. Ich denke mal, ich installiere mal als erstes SB-Settings. Ha, ich freue mich schon. So, hier steht jetzt, continue, please unlock your device and tap the new jailbreak icon. Only tap it once, also nur einmal draufklicken. The screen will go black and then return to the home screen. Okay, also entsperren wir das Gerät. Entsperren. Okay. Dann suchen wir diese jailbreak App. Wo ist sie? Da ist sie. Ich zoome mal ran. Fokus, okay. Jetzt kann sich nur einmal draufklicken. So. Gemacht. Und hier steht jetzt Injecting Remote Payload. Keine Ahnung, was das heißt. Ich denke mal, wir haben alles richtig gemacht. Okay. Ich zoome mal wieder raus. Das iPhone fährt wieder runter. Das Programm könnt ihr jetzt mit Exit schließen, aber ich lasse es trotzdem nochmal auf. Das iPhone fährt wieder hoch. Dann sehen wir hier das Evasion-Logo. Das ist auch schon wieder weg. Dann der Apfel wieder. Ich schließe das Programm einfach mal und zoome mir ran. Dann könnt ihr besser sehen, was passiert. So, ich denke mal, jetzt werden wir es wieder auf dem Homescreen finden. Ich entstelle mal das Gerät. Das kann ich später machen, okay. Dum 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 dum. Und ja, da ist es auch. Ja, der Jailbreak war erfolgreich. Wir finden hier Cydia. Ich klicke mal drauf. Es geht auf. Ja, super. Ich glaube, jetzt anschließend wird das Gerät neu gestartet. Da sieht er sich jetzt gleich wieder beendet. Ja. Ja, das iPhone startet neu. So,
ich denke mal, das war's jetzt. Entsperren. Okay. Gehen wir auf Cydia, um diese von den drei Sachen auszuwählen. User, Hacker oder Devil, Entwickler, ja. Ich tippe mal Entwickler. Fertig. Was? Ah, stimmt, okay. Ich schalte mal das Bild ein. Komm, WLAN-Zeichen um, drei Striche, super, neuladen. Ja, und da sind wir auch schon. Gut. Okay, ja. Der Jailbreak war erfolgreich. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch nach oben freuen und auch ein Abo, um keine Videos zu verpassen. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.